Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von der Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Da sehen wir Jonas, der ganz fleißig am Schwimmen ist und den lassen wir ruhig auch noch ein bisschen schwimmen, wobei er natürlich mittlerweile auch mal rauskommen könnte. Ich warte darauf, dass es anfängt zu regnen, nämlich die Sauberkeit erreichen. Ja gut. Ups, was ist los? Was ist? Ach ja. Okay. Ja, ist in Ordnung. Macht nix. Jessica war im letzten Part unterwegs mit, wer ist das? Maxim Jung. Du musst nicht putzen, Mädel. Wie heißt er denn? Adrian, genau. Und hatte da ein etwas verregnetes Date. Ich mache jetzt doch eine Pause. Bin gerade etwas irritiert. Ah ja, hier kannst du nochmal was tun. Ich wusste doch, dann geht da was. Dem geht's gut. Da, aber hier hast du ganz viel zu tun. Tu mal bitte viele Pflegen. Ja. Also wir hatten, wie gesagt, ein Date mit Adrian. Jonas hat nichts davon bemerkt. Es hat dann angefangen zu regnen. Wir waren in Heberlings Parkparadies im Blau. Entschuldigung. Im Blauseidig Heiden. Und es war richtig schön. Doch, es war angenehm. So, du kannst mal auf Toilette gehen. Huch! Hallo, wer bist du? Alex Batz. Ich dachte eben schon. Hallo, was ist das für einer? Warum? Wer bist du? Was willst du? Hallo? Eben dachte ich eigentlich, es wäre Jonas, der hier unser. Hallo? Nee, Moment mal. Halt, stopp. Hier, Tonne aufheben. Stopp. Lass mal. Heb mal Tonne auf und räum auf. Das geht ja mal nicht. Aber der sah doch aus wie er jetzt hier eben. Ist das sein Zwillingsbruder, sein Böser? Oder was ist das? Warum kommt der einfach hierher? Den kenne ich überhaupt nicht. Oh Gott, und da kommt Adrian. Hallo, du. Nur so ein Blümchen. Ja, hallo. Okay, so, dann kannst du jetzt benutzen gehen. Bist du schon fertig? Warte. Moment, ist hallo, hier, gießen noch. Mädel. Ich weiß, du bist ein bisschen müde. Ja, ist alles kein Ding. Wie geht's ihm denn so? Okay, du hast Hunger, ne? Ja, Gott. Dann guck doch mal, welche Reste wir noch haben. Lass das ruhig Jessica oder unsere Haushälterin machen. Mit dem Aufwischen da. Was haben wir denn noch alles? Was haben wir überhaupt für einen Tag? Dienstag. Es ist alles Fischzeug, ne? Irgendwie. Ja, gut, dann nimm dir das mal noch. Wenn ich das hier in die Bude abfackelst. Jessica muss mal wieder kochen, sehe ich gerade. Ja, du gießt erstmal, dann guckst du dir das Blümchen hier an. Ja, wie gesagt, wir hatten ein Date in Heberlings Parkparadies im Blauseidig Heide. Und das Schöne war halt, weniger Schöne war halt, wir hatten anschließend, also es war schön dort. Wir hatten auch Spaß ein bisschen. Und dann hat es angefangen zu regnen. So, Jessica, romantisch war die Zeit mit dir inmitten dieser Blütenpracht. Welcher Blütenpracht? Und wenn ich an dich denke, mein Schatz, mein Herz ein Sprünglein macht. Adrian, ja, danke schön, das ist doch wunderbar und nett und alles. Und ja, mach du mal, wir stecken auch das Röschen wieder ein. Das machen wir ja immer so, ne? Komm her zu mir, du Röschen. Vielleicht haben wir irgendwann einen schönen Platz für dich. Tötötö. Sehr fein. Und ja, dann sind wir halt, weil es geregnet und gewittert hat, auch noch in Club Dante gefahren und haben uns da eine wunderschöne Zeit gemacht mit romantischen Aktionen und haben noch was zusammen getrunken und getanzt. Ja, was man halt so alles tut, ne? Haben es aber leider nicht zum traumhaften Date geschafft. Nein, es war nur großartig. muss ich zu meiner Schande gestehen. Oh, du möchtest Blacky loben. Ja, gut. Kannst du bei Gelegenheit tun. Ja, und jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die beiden wieder mal zusammen was machen und Jonas die beiden dann erwischt. Ja, ja, so ist das. Aber wir machen uns heute erstmal einen ganz gemütlichen. Sie hat Angst, dass Adrian stirbt. Sie hat Angst, dass der klassische Tanz abgelehnt würde. Und sie möchte auch nicht vom Blitz getroffen werden. Okay, sonst hast du ja keine Probleme, ne? Hier ist aber immer noch schönes Wetter. Es irritiert mich. Es irritiert mich wirklich. Es ist, ja, nicht normal. So, komm, Mädel, du hast genug gefuttert und du auch. Du
bist doch gerade am, ne? Naja, Weißt du was? Du könntest mal die Reste weglegen. Und die Reste auch. Und dann kann sie ja vielleicht hier mal abspülen. So, macht ihr das mal? Und dann könntest du ja vielleicht auch noch mal hier reparieren. So. Ich würde es ja am liebsten lassen, aber ja, das nutzt uns ja nichts. Das bringt uns nichts. Leider, leider, es müsste mal was anderes sein. Und vor allem zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, genau. Da kommt Wasser raus. Hast du richtig erkannt. So, weißt du, was du mal machen kannst? Och, du bist auch schon müde. Dann guck du doch mal fern. Nee, du musst jetzt nicht die Pfützen aufwischen. Nee, nee. Ist schon ganz okay so. Ja, mach du mal, guck du ein bisschen fern. Was gibt's denn Schönes? Was guckst du? Ach, Sport. Ja, natürlich. Was auch sonst, ne? Dann kannst du da mitmachen, wenn du fertig bist. Könnt ihr noch zusammen ein bisschen Sport gucken. Der Kuhpflanze geht's gut. Und dann schauen wir mal, dass wir euch früh ins Bett verfrachten oder so. Mal sehen. Ne? Ein bisschen was geht. Musst aber lange an dem Ding rumschrauben. Was ist kaputt? Alles, die ganze Rohrleitung, ne? Wie viele Mechanikpunkte hast du denn? 4 Stück. Okay. Juhu! Und das Putzen kann ja die Putzfrau übernehmen. Ist ja nun kein Ding. Aber hier regnet es wirklich nicht. Ich finde das echt witzig. Ah, hast du schon gehört? Der und der hat sich getrennt und die lassen sich demnächst scheiden. Wer? Interessiert mich nicht. Ach, muss er hinter Gittern oder was? Oh, oh. Wer ist hier für welche Mannschaft? Hm? Juhu! Ja, so wie es aussieht, beide für die gleiche. Ach, Schatzi, ich bin müde. Ich gehe schon mal ins Bett, ne? Du kannst ja noch ein bisschen machen, was du willst. Okay. Uah, du schläfst schon beim Fernsehgucken ein. Ja. Na gut, er ist auch müde. Hat den ganzen Tag geschwommen und so. Aber der Boxkampf ist so fesselnd, ne? Oder das, was man da gerade in der Werbung sieht. Ja, gehen Sie raus, hüpfen Sie in Pfützen herum. Ja, komm, dann mach halt aus. So, und weil das ja so ein lahmer Tag ist, gehst du jetzt auch schlafen. Zack, ab mit dir. Geht ihr beide mal schlafen, mal gucken, ob unsere Geister wiederkommen. Oh, Blackie, hallo. Mit dir haben wir heute gar nichts gemacht, kann das sein? Aber Blackie geht's gut, oder? Blackie muss es gut gehen. Wenn es dem nicht gut geht. Oh, Harndrang, ja gut, das Klo ist geputzt. Glaube ich, mich dran zu erinnern. Ja, Klo ist geputzt. Wenn auch das Bad ansonsten nicht so gut aussieht, aber die Toilette ist geputzt. Kannst dich austoben hier. Ja, genau. Gucken wir dir wieder beim Schattenboxen zu. Und da kommen die Geister und erschrecken uns. Ah! Hallo! Nee. Wo bist du denn jetzt? Nach oben gegangen? Also, warum gehst du denn nach oben? Och, Junge, komm wieder raus da. Leg dich zu deiner Frau. Ja, wer ist denn das? Jörg Scholz. Du wolltest den Geist von Fabian. Ach so. Fabian, war der nicht letztens erst hier? Keine Ahnung. So, komm, geh hier schlafen. Das ist ja wohl. Kannst du ja jetzt nicht so bringen, ne? Ich meine. Nur weil hier ein paar Geister rummachen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Du bist ein harter Mann, bist hart im Nehmen. Also, ab mit dir ins Bett. Und dann schlafen wir noch ein bisschen. Wenigstens tun wir mal so. Oh. Miau, miau, miau. Und Blackie rast hier durch die Gegend. Och, Mau, ich höre dich maunzen. Das ist nicht so schön. Aber die Geister lassen uns relativ in Ruhe. Also so relativ. Ah, jetzt fängt sie also auch zum Regnen an. Ja, gut. Oh, wer war das? Da ist doch irgendwo ein Hund. Ach, da hinten. Herr Kiki. Hey! Blackie, Kiki ist da. Ich mache wieder schneller. Ja, die schlafen da so vor sich hin. Du gehst nochmal pieseln und machen und tun. Und die Geister lassen uns. Oh, und Stinky ist auch wieder da. Hallo, Stinky. Ah, noch ein bisschen hier. Ach, es ist gut, dass die dann wenigstens die Nacht durchschlafen. Das finde ich mal sehr interessant. So, was hast du vor? Mit Schmusen? Ja, mach das. Tu das. Geh du schmusen. Und du? Na komm, geh doch erstmal hier.
Und dann meinetwegen duschen. Und dann gehst du erstmal die Kuh füttern. So. Ah, und du wolltest schmusen hier. Genau. Schmus mal mit Blackie. Ja. Oh, hallo. Oh, was willst denn Ja, du alles? Sandro. Schlittschuh laufen, angeflirtet werden und vom Blitz getroffen. Ja, alles gut. Liebhaben, streicheln. Komm, zeig mir mal, dass du noch Pfötchen geben kannst. Und dann loben für. Der spielt halt mit anderen. Können wir auch mal machen. Ja. Ja, mach du mal. Komm, hopp, hopp. Geht das jetzt nicht, weil ich das andere angeklickt habe oder was? Loben für. Der spielt halt mit anderen. Kannst du es noch? Ja, super machst du das. Und Knuddeln gibt's auch noch. So. Und dann kannst du dich natürlich auch um deine Bedürfnisse kümmern. Hab ich nichts dagegen. So, bitteschön, mach du das mal. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Futternapf? Da ist noch was drin, also. So, wir haben gefüttert, unsere Kuh. Ja, wunderbar, sehr schön. So, wie geht's unseren Pflanzen? Alle grinsen. Oh, der aber nicht. Der muss gepflegt werden und dann musst du mit dem reden. Der Baum soll ja auch mal Früchte tragen, ne? Irgendwann so, in 100 Jahren. Mach das mal. Mach's ordentlich, Jessica. Ich sag dir das. Mach das ordentlich. Er hat schon wieder Hunger. Oh Gott, der arme Mann hat immer Hunger. So, dann könnten wir ja mal. Was willst du gucken? Kannst ja mal ein bisschen Musik anmachen. Und dann kannst du das hier mal recyceln. Und dir geht's gut, ne? Du wolltest einen Blog schreiben. Ja. Und du willst schon wieder eine Verabredung haben. Gut, liegt hier irgendwo die Zeitung? Wo ist denn die? Ach, da. Du könntest mal den Wetterbericht angucken. Aber du musst erst noch quatschen, genau. Quatsch du erstmal noch 5 Runden. Oh, was ein Miau. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh ja, nicht so schön. Ach Gott, ich hab sie so lieb. Diese Katze hier. Oder der Kater, was auch immer. Man kann es leider nicht genau erkennen. Ja. Genau, mach mal Musik an und mach mal da. Genau. Hatte ich ihn jetzt? Nee, ihn nicht. Er soll was essen, genau. Das war das. Okay, dann kannst du ja mal Reste nehmen. Dann futter du erstmal was. Ja, hier so. Guck mal. Da hast du doch leckere Omelettes. Nimm mal die. Und wie geht's jetzt dem Baum? Ja, schon besser. Aber du kannst ihn ruhig noch weiter bequatschen. Ist in Ordnung. Mach du ruhig. Wir gucken so lange, wie es Jonas geht. Wenn jetzt heute das Wetter gut ist, könnte man natürlich auch mal ein paar Leute einladen, ne? Und vielleicht mal mit mehreren Leuten irgendwo hin. Warum willst du eigentlich im Frühling Schlittschuh laufen? Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Warum? Was ist da dran so schön? Ist es so kalt gerade? Dann müssen wir gleich mal überprüfen, wenn wir in die Zeitung gucken. Und du erzählst dem Baum was vom Vogel. So, ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Ja, ist gut, hast genug gequatscht. Sag mir mal lieber, wie das Wetter heute wird. Ich muss ja planen. Ich muss ja irgendwie, ne? Müssen wir ja mal gucken, was wir machen können und so. Ach, du kommst rein und setzt dich auf deinen Lieblingsstuhl. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und wie ist das Wetter? Jessicas Wetterprognose. Es ist ein kalter Tag und trocken, aber später am Tag kann es zu heftigen Regen kommen. Ist ja genauso wie vorher auch. Ich würde halt gern noch mal in dieses Gartenparadies fahren. Hör mal, wo ist denn dein Spatz? Hier, gucke mal. Den könntest du doch mal flirten, streicheln hier. Streichel den doch mal. Sag mal, ey, du Liebster, du bist ja so ein toller Mann. Du machst so viel Sport und du räumst auf und du putzt alles und du bist ja ganz, ganz toll. Ja, so. Dann könnten wir mal quatschen ein bisschen hier, so, sag mal. Ich habe gehört, du willst irgendwas mit.
Schlittschuh laufen machen, auf dem Eis oder wie auch immer. Hallo Madame, da drüben gibt's was zu putzen, ne? Nur dass es wissen. Wir könnten das ja mal machen. Zelten gehen wäre cool. Ja, Zelten gehen wäre auch cool. Okay, dann räum mal bitte die Reste weg. Was willst du jetzt wieder? Er möchte ganz viel. Verhalten im Brandfall lernen. Lernen nicht auszurasten und Physiologie lernen. Okay. Ja gut, warte mal. Du könntest aber auch deine... Was willst du denn jetzt machen? Nee. Du machst jetzt mal deiner Frau ein Angebot. Und fragst sie mal, was sie davon hält. Und ob ihr zusammen irgendwie was machen könntet. Ja. Also ich würde ja wirklich gerne noch mal gucken, ob wir irgendwie noch mal wohin können. Aber ich habe hier wieder... Ja, das ist immer das Blöde. Ich habe hier in der Nachbarschaft die Sachen nicht. Ja gut, wir können ja trotzdem mal... ja, Gruppen. Wartet mal, nee. Wie ging das nochmal? Mit Transport ging das, glaube ich. Transport. Ich will mich mal mit ein paar Leuten treffen, genau. Gucken wir mal, ob er dann mitgeht, das weiß ich jetzt nicht. Oh, nee, jetzt mal doch nicht. Sims auf ein Grundstück einladen. Und zwar hier den Adrian. Achso, er kann auch nur einen, ne? Naja, Adrian. Ich frage mich, ob er jetzt mitkommt. Ach, das ist immer so. Wie nett, dass du mich einlädst. Ich bretze mich noch ein wenig auf und dann komme ich vorbei. Okay, mal gucken, ob jetzt gefragt wird, ob Jonas mit darf. Ja. Gut, Jonas darf mit. Juhu. Dann nehmen wir ihn auch mit. Genau. Hör auf zu malen, das kannst du eh nicht. So, kannst ja mal sagen, hier, ich habe was ausgemacht, wir gehen jetzt ein bisschen weg. Mein Süßer. Du kannst ihn auch nochmal wertschätzen von mir aus. Oh, du hast dich bekleckert, Junge. Du musst das schon richtig mal mit den Farben aus der Tube. Du kannst das nicht einfach so, ne? Jetzt bimmelt hier das Telefon. Was ist los? Wir haben doch gar keine Zeit. Also wie gesagt, blauseidige Heide fände ich ganz toll. Ja. Wir könnten da wirklich... Wir könnten natürlich auch in diesen Beauty-Salon gehen. Aber wir gehen erstmal ins Heberlings-Parkparadies, weil das hatte mir gut gefallen. Und da will ich nochmal hin. Das ist ja blöd, wenn das wegen Wetter und so... Wahrscheinlich wird es wieder verregnet, keine Ahnung. Balinka. Balinka, genau. So, mit wem quatschst du jetzt? Nee, nicht mit dem Quatschen hier. Wir sind unterwegs. Wir haben keine Zeit zum Quatschen. Leute, hört auf zu quatschen. Unsere Putzmamsell ist ja noch da. Die muss noch... Genau, die macht gerade genau das, was sie tun soll. Und wir düsen erstmal wieder ab. So sieht's aus. Bye, bye. Jo. Und während wir wegfahren, gucke ich mal schnell auf die Uhr. Oh, was war das jetzt wieder für ein Bild da unten? Ich krieg immer nichts mit, Leute. Es ist so fürchterlich. Na gut. Aua. Ja, bis jetzt ist ja noch gar nichts Interessantes passiert, sozusagen. Ah, ja, doof. Himmel. Ach ja. So, mal gucken. Mal sehen, wie sich das da entwickelt. Mit dem Parkparadies und mit dem Zusammentreffen der beiden Herren. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht wieder irgendwelche Fehler. Ja. Also zumindest ist nicht, was Adrian betrifft und so. Die will ja immer noch ein Techtelmechtel und was weiß ich nicht noch. Aber ich will jetzt erstmal hier schön haben. So. Da sind sie, unsere Lieben. Oh, sie möchte angeflirtet werden. Und sie möchte küssen. Und sie möchte natürlich ein Date, was auch sonst, ne? Wer bist denn du schon wieder? Elmar Turnau.
Was machen die Herren da? Ja, komm, ich lass mal Hey, gucken. voilà. Oh, er Würde guckt da, sich würde. Vögel an. Okay, du kannst ja mal mit ihm hier quatschen und so. Geh mal quatschen und so weiter und so fort. Ja, wir quatschen mal eine Runde. Ist okay. Wenn du lieber Vögel beobachtest, weißt du, du könntest auch mal angeln. Wie wär's denn damit? Nee, du willst doch Schach spielen. Hallo, warte mal. Du möchtest Schach spielen. Ja, das ist doch eine super Sache. Dann gucke mal. Ich glaube, hier gibt es einen Schachspieltisch. Oh Gott. Hier gibt es ja sogar ein Radio. Guck mal. Habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Hier hinten habe ich mich auch nicht umgeguckt. Ja gut, dann geh du mal Schach spielen. Das ist besser als Vögel beobachten. Und wir können ja mal ein bisschen, was auch immer, uns unterhalten, Ja, Insiderwitz und Tunasa. mal ein bisschen kitzeln. Und vielleicht gehen wir zweimal hier auf die Schaufel. Ja, der Herr verzieht sich und geht lieber Schach spielen. Aber kannst du mich anschubsen oder sowas? Geht das? Mal gucken, wo er jetzt hingeht. Ich will dahin. Kannst du mich anschubsen? Hey, hallo. Uns vorstellen, reden, unterhalten, herbeirufen, Geschichte unterrollen, grüßen, Geschenke im Stehbus fahren, überzeugen. Och, macht er nicht. Oh, er kocht uns was. Auch gut. Ja, fein. Ah. Auch jetzt hat er gar nicht spielen können. Hallo, ich wollte doch, dass er spielt. Nö, das ist unfair. Warum sitzt du jetzt da? Wer bist denn du überhaupt? Ach, Werner Tüller. Haben wir mit dem nicht auch irgendwie was am Laufen? Nee, ne? Das war ein anderer. Ja Gott, was machen wir denn dann jetzt? Er will unbedingt Dings. Ja, komm, dann mach doch mal Musik an. Ah, geh mal einschalten. Das ist auch eine schöne Sache. Und dann kannst du ja mal mit ihm zusammen tanzen hier. Komm, das ist harmlos. Also wenn da jemand was dagegen hat, dann. Oh, gucke mal, es gibt was zu futtern. Ah, er hat was gekocht. Ja, schön. Haben wir denn auch Hunger? Ja, wir haben auch Hunger. Komm. Hey, ich wollte mir gerade was nehmen. Hallo. Servieren. Komm, geh mal Essen servieren. Den Werner Tüller mag's ja gar nicht. Boah, er steht auf die Tussi. Habt ihr das gesehen? Das geht ja mal nicht. Wer ist das? Iris Markgraf, okay. Ja. Rede mal mit ihm. Tratsch mal ein bisschen. Komm. Hör mal auf zu servieren. Muss man auch ablästern? Nee. Ja, wir reden. Musik und Tanz. Könnt ihr ja auch mal zusammen tanzen? Ja, könnt ihr machen. Ach, und was war das mit den Kakerlaken? Also das ist Baum. Oh, was jetzt wieder los? Ah, er hat sich schon mal hingesetzt. Ist was? Ah, das sieht aber mit dem Wetter diesmal ein bisschen besser aus, Leute, oder? Nee, warte mal. Oh ja, ey, cool, Tanzparty. Och nö. Juhu, ja. So, komm, Mel, dann schnapp dir mal was zu essen. Das ist ja schon mal schön. Hat er denn jetzt was gegessen? Ja. Aber er wollte doch immer noch hier Schach spielen. Das ist doch bescheuert. Komm, jag den mal weg hier. Begrüß den mal. Fester Händedruck. Komm, jag den mal da weg. Ich will, dass du Schach spielst. Auf. Ja, nicht Hände reiben und hoffen, dass du. La 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 la. Komm, steh auf. Oh. Reden. Nee, reden nicht. Nee, und üben. Schnapp dir den Stuhl. Auf, schnell, bevor wir wieder besetzen. Juhu, cool, Leute. So, und schon haben wir einen Wunsch erfüllt. Was will er denn jetzt? Fit werden. Eieieiei. Boah, du kannst auch fit werden. Du kannst auch. Kannst du hier eigentlich auch Training machen? Ja! Dann geh trainieren. Zack.
So, und sie ist fertig mit Essen und muss auf Topf. Moment, da gab's doch was. Hier, guck mal. Kannst du benutzen gehen, Hände waschen und dann könntest du ja hier mal angeln mit Wurm. Mhm. Ups. Okay. Was ist jetzt los? Was machst du? Ah, nee, jetzt. Fangen, spielen, Wasserbombenschlag. Ja gut, macht ihr mal, was ihr auch wollt. Juhu! Und wo rennt ihr hin? Ah. Und das war's schon. Komm, dann tu Springseilhopsen. Mittel. Auch im Park, bei einem Ausflug halten wir uns fit. Genau so sieht's aus. Er macht wieder sein eigenes Ding. Und sie ist schon am Angeln oder geht angeln? Vielleicht kann man ja... Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt unser Adrian hin? Oh, ich sehe vor lauter Bäumen nichts mehr, Leute. Adrian da? Adrian, ja, gut. Wo bist du denn? Wann? Ach, da. Okay. Adrian? Bitten mitzumachen. Genau, den bitten wir jetzt auch mitzumachen. Und du könntest auch mitmachen, Junge. Mhm. Wir laden wieder alle zum Angeln ein. Das ist eine super Sache. Aber du willst lieber hüpfen, ne? Guck mal, wie die dich alle angaffen. Ey, der hat sie doch nicht mehr alle, der Typ. Ist hier im tollsten Park. Und was macht der? Er hopst. Aha. Oh, guck mal. Der ärgert sie. Willst du nicht mehr einstreiten hier? Okay, was hast du sonst noch vor? Komm, du gehst jetzt auch eine Runde angeln. Das wäre sinnvoll. Och, hier, da. Geh mal angeln. Machen wir einen kleinen Angelausflug, das ist auch schön. Und gucken mal, wer hier als erster welche Fische fängt. Mhm. Aber ist doch hübsch hier. Also ich muss sagen, dass mir dieses Ding hier richtig gut gefällt. Und ich es auch immer wieder lustig finde, wenn sich die Leute hinlegen hier. Oh, ist das schön, wie sie da alle stehen und angeln. So fleißig, so fleißig. Und da träumt einer schon wieder von einem Techtelmechtel. Oh, Jonas, du hast es auch nicht drauf. Das kann Adrian aber besser. Die Angel auswerfen, meine ich jetzt, ne? Und endlich macht das Wetter mal mit. Ich bin begeistert. So, fein. So. Ich muss... Ach Gott, nee, ich habe die Uhrzeit schon wieder vergessen. Ich glaube, das sind schon wieder... Ja, wir sind schon wieder drüber. Das bedeutet, wir machen jetzt hier... Hast du was? Hast du was an der Angel? Nein. Okay, das heißt, wir werden jetzt hier eine Pause machen. Und ich verabschiede mich bei euch und bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Und wie sich das hier so weiterentwickelt und ob wir mit Adrian heute noch mehr tun, als nur zu angeln, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.